Deutschland hat viele hervorragende Spieler hervorgebracht, aber welche davon sind die besten aller Zeiten? Darum geht es im heutigen Video. Ich möchte euch die Top 10 besten deutschen Spieler aller Zeiten präsentieren. Wichtig, bevor wir anfangen, diese Liste ist subjektiv, nur damit das gesagt ist. Lasst uns jetzt mit dem Video beginnen. Auf dem 10. Platz ist Sepp Maier. Bevor es einen Manuel Neuer gab oder einen Oliver Kahn, gab es Sepp Maier. Für viele Leute war er der beste deutsche Keeper überhaupt und er war auch der Spieler, der maßgeblich am WM-Erfolg 1974 beteiligt war. Er hat insgesamt 95 Länderspiele bestritten und allgemein, wenn man sich seine Erfolge anschaut, welche Titel er gewonnen hat, merkt man sehr schnell, okay, der Typ hat abgerissen. Er war dreimal Fußballer des Jahres in Deutschland, war einmal Weltmeister, einmal Euromeister, dreimal Europapokal der Landesmeistersieger, das ist die vorherige Version der Champions League, war viermal deutscher Meister, einmal Europapokal der Pokalsieger, viermal deutscher Pokalsieger und einmal Weltpokalsieger. Der Typ hat als Torhüter abgeliefert wie weiß nicht was. Dementsprechend hat er sich den Platz in der Top 10 verdient. Auf dem 9. Platz ist Philipp Lahm. Philipp Lahm ist uns wahrscheinlich allen sympathisch. Aber er war jemand, der sehr lange als unterschätzt galt. Der Verteidiger des FC Bayern München war aber ein extrem erfolgreicher Spieler. Nicht nur, dass er auch Fußballer des Jahres war, zwar nur einmal, war er aber trotzdem einmal Weltmeister, einmal Champions League Sieger, FIFA Club Weltmeister, 8 mal deutscher Meister, UEFA Supercup Sieger, 6-mal deutscher Pokalsieger, 3-mal deutscher Superpokalsieger. Das alles sind Erfolge, die sind krass und die hat nicht jeder Spieler. Er war ein konstanter Spieler. Er hat über Jahre geliefert und hat nach und nach jedem bewiesen, wie gut er eigentlich ist und was für eine Führungspersönlichkeit er ist. Aktuell spielt er kein Fußball mehr, aber er hat angefangen, den VfB Stuttgart zu beraten und könnte in Zukunft auch zurück zum FC Bayern gehen und dort je nachdem beraten oder Trainer werden oder sonst was. Dementsprechend, er wird noch vieles tun für den deutschen Fußball, was ihn einfach unvergesslich macht. Und ich glaube, jeder stimmt mir zu, dass ein Philipp Lahm in jeder Top 10 der deutschen Spieler hineingehört. Auf dem 8. Platz ist Bastian Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger ist für mich ein Spieler, alleine wenn ich seinen Namen sage, muss ich lachen. Der Typ ist einfach nur sympathisch. Doch warum habe ich ihn in diese Liste gepackt? 2014, als Deutschland in Brasilien im Finale gegen Argentinien als Weltmeister feststand, gingen die Bilder von Bastian Schweinsteiger um die Welt. Verletzt, schmutzig und körperlich am Ende hat er bis zum Umfallen für den Sieg seiner Mannschaft gekämpft. Und das hat so viele überzeugt. Er stieg vom Talent zum Spielführer auf und überzeugte mit seiner herzlichen und sympathischen Art. Es gibt kaum Kritiker, wenn es um Bastian Schweinsteiger geht. Jeder liebt ihn. Sogar Speed liebt ihn. Schaut euch das an. Schweinsteiger. 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 Da kann man doch nur lachen, das ist einfach sympathisch. Er war übrigens auch einmal Fußballer des Jahres, hat einmal die Weltmeisterschaft gewonnen, einmal die Champions League, einmal FIFA Club Weltmeister, 8-mal deutscher Meister, einmal UEFA Supercup Sieger, einmal Europa League Sieger mit Manchester United, 7-mal deutscher Pokalsieger, einmal englischer Pokalsieger, 2-mal deutscher Superpokalsieger, einmal englischer Ligapokalsieger. Also der Typ hat sowohl mit Bayern alles abgerissen, aber auch mit Manchester United konnte er Folge feiern und deswegen hatte sich den 8. Platz hier auf dieser Liste verdient. Auf dem 7. Platz ist Oliver Kahn. Oliver Kahn ist ein Spieler, den müsst ihr unbedingt, falls ihr ihn nicht kennt, mal googeln. Schaut euch mal ein paar Clips von ihm an. Der Typ war aggressiv, aber er war wichtig für die Bayern. Denn mit ihm hat Bayern einmal die Champions League gewonnen, einmal Europameister, 8-mal deutscher Meister, einmal UEFA Cup Sieger, 6-mal deutscher Pokalsieger, einmal Weltpokalsieger. Er war sehr wichtig für den FC Bayern und für viele ist er der beste Torhüter aller Zeiten. Sein Spitzname ist auch Titan. Seine Leistungen im Tor waren außergewöhnlich. Sein Anspruch an sich selbst und seine Mitspieler übermenschlich. Doch den größten Erfolg im Leben eines Fußballers blieb ihm leider verwehrt. Das Finale der Fußballweltmeisterschaft in Japan, Südkorea, verlor er gegen Brasilien und musste sich nur in dem Sinne mit dem 2. Platz zufrieden geben. Hätte er das noch gewonnen, dann wäre er wahrscheinlich noch weiter oben in der Liste. Doch auch nach seiner Karriere ist er am Abliefern. Er ist
ist aktuell Bayerns Vorstandsvorsitzender und trifft wichtige Entscheidungen. Er wird im aktuellen Stande kritisiert bei den Bayern, weil er Julian Nagelsmann entlassen hat und Thomas Tuchel geholt hat und sie gerade am Verlieren sind im Champions League Viertelfinale. Aber insgesamt macht er seinen Job trotzdem gut und in Zukunft könnte je nachdem trotzdem die richtige Entscheidung getroffen haben mit Tuchel, denn das ist aktuell erst die erste Season. Auf dem 6. Platz ist Manuel Neuer. Manuel Neuer ist jemand, der als Torhüter vieles revolutioniert hat. Er hat ein Torwartspiel, das es so in der Art und Weise nicht gab. Das konnte man besonders bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien beobachten. Sein Spielaufbau ist einzigartig. Mit dem FC Bayern München hat er unzählige Erfolge gefeiert und den Ansturm junger Torhüter immer wieder erfolgreich abgewehrt. Viele halten ihn für den besten Torhüter, den es gab. Aktuell ist er verletzt. Jan Sommer ist aktuell bei den Bayern Torhüter, aber ab Sommer hat er die Chance, wieder zurückzukommen. Und je nachdem gibt es dort einen Konkurrenzkampf, aber auch ohne diesen Konkurrenzkampf, auch wenn er nicht mehr spielen sollte für den FC Bayern München, ist er unsterblich als Torhüter. Viele, die auch nicht aus Deutschland kommen, sehen ihn wirklich als den besten Torhüter aller Zeiten. Er ist zweimal Fußballer des Jahres, einmal Weltmeister, zweimal FIFA Club Weltmeister, 10-mal deutscher Meister, zweimal UEFA Supercup Sieger, von den Titeln her und vom Spielstil unsterblich. Auf dem 5. Platz haben wir Toni Kroos. Für mich persönlich der sympathischste deutsche Spieler aller Zeiten. Ich liebe Kroos komplett. Seine Persönlichkeit, aber auch sein Spiel ist wundervoll. In Deutschland ist er aber komplett unterschätzt. Bei den Bayern war er nur so halb erfolgreich. Er ging damals zu Real Madrid. Wie Bayern selbst sagt, ein großer Fehler, denn in Madrid hat er 4-mal die Champions League gewonnen. Das ist geisteskrank. Mit den Bayern aber auch noch einmal. Das heißt, er hat 5-mal die Champions League gewonnen, 1-mal Weltmeister, 6-mal FIFA Club Weltmeister, 3-mal deutscher Meister, 3-mal spanischer Meister, 5-mal Supercup-Sieger, 3-mal spanischer Pokalsieger und 1-mal deutscher Superpokalsieger. Der Typ hat 28 Titel eingesammelt. Und das ist noch nicht alles, denn dieses Jahr steht Real Madrid im Copa del Rey Finale und Kroos könnte noch den letzten Titel, den er mit Real Madrid noch nie gewonnen hat, gewinnen. Ich kann es komplett verstehen, wenn man Kroos sogar weiter nach vorne setzt. Auf dem 4. Platz ist Thomas Müller. Thomas Müller, ein extrem lustiger Fußballspieler, aber auch ein extrem guter. Der französische Spieler Henri sagte mal, die jungen Spieler sollen probieren, Thomas Müller zu kopieren und keinen Cristiano Ronaldo. Der normale Fußballspieler sollten genauso spielen, wie ein Thomas Müller spielt. Thomas Müller ist ein extrem interessanter Fußballspieler. Der macht teilweise wirklich die komischsten Tore, aber er war immer erfolgreich und ist extrem gut angesehen in seinem Club und wird für vielen Experten als absolut genialer Spieler bezeichnet. Er war schon 3-mal Torschützenkönig, 1-mal Weltmeister, 2-mal Champions League Sieger, 11-mal deutscher Meister, 2-mal FIFA Club Weltmeister, 2-mal UEFA Supercup Sieger, also der Typ, der liefert. Das waren übrigens nicht alle Titel. Auf dem 3. Platz ist Lothar Matthäus. Der Weltmeister von 1990 führte unter Franz Beckenbauer Deutschland zu seinem insgesamten 3. Weltmeistertitel. Matthäus spielte bis ins hohe Fußballeralter. Seine Trainerkarriere verlief jedoch alles andere als erfolgreich. Heute agiert der ehemalige Star des FC Bayern München vor allem als TV-Experte und streitet sich ja auch immer wieder mal mit Oliver Kahn, aber das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall, was man noch zu Matthäus sagen kann, er war einmal Weltfußballer und er war einmal Gewinner des Ballon d'Ors. Das ist hier der erste deutsche Spieler, den ich erwähne, der den Ballon d'Or gewonnen hat. Er war natürlich auch 2-mal Fußballer des Jahres in Deutschland, 1-mal Weltmeister, 1-mal Europameister, 7-mal deutscher Meister, 1-mal sogar italienischer Meister, 2-mal UEFA Cup Sieger, auch italienischer Superpokalsieger. Der Typ hat auf jeden Fall viel gewonnen und was für mich auch wichtig ist, er ist Ballon d'Or Sieger. Das heißt was, meistens. Auf dem legendären 2. Platz ist Gerd Müller. Gerd Müller ist der perfekte Stürmer. Er wurde am Anfang teilweise ausgelacht wegen seiner gedrungenen Statur, doch schon nach seiner ersten Season im deutschen Fußball lachte niemand mehr. Er machte in einer Season 40 Tore, was übrigens 39 Jahre lang Rekord war, bis jetzt Robert Lewandowski den Rekord knapp übertroffen hat. Gerd Müller ist genauso Ballon d'Or-Sieger, mehrfach, wirklich 17 Mal Torschütze in verschiedenen Pokalen, 2-mal Fußballer des Jahres in Deutschland, 1-mal Weltmeister,
Meister, dreimal Europapokal, der Landesmeistersieger, also die vorherige Version der Champions League, viermal deutscher Meister, viermal deutscher Pokalsieger. Der Typ hat Tore geballert ohne Ende und es gibt für mich nur noch einen, der noch krasser ist. Auf dem ersten Platz ist der Kaiser, Franz Beckenbauer. Der Typ hat wirklich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Er ist zweimal Ballon d'Or-Sieger, was schon übertrieben krass ist. Viermal Fußballer des Jahres, Weltmeister, Europameister, dreimal Sieger der früheren Champions League, fünfmal deutscher Meister, viermal deutscher Pokalsieger. Der Typ hat alles gewonnen, was man sich auch nur vorstellen kann. Seine Art Fußball zu spielen ist einfach nur schön und ich glaube, jeder stimmt mir zu, dass allein von Titeln und Erfolgen her er auf dem ersten Platz sein sollte. Ob man jetzt Gerd Müllers Spielstil oder so besser findet, das kann man auf jeden Fall machen, aber auch wirklich nur von Titeln gesprochen ist Franz Beckenbauer aka Kaiser der Stärkste. Doch was sagt ihr zu dieser Top 10 Liste? Fühlt ihr sie oder nicht? Was würdet ihr anders machen? Habe ich irgendeinen Spieler vergessen, wo ihr sagen würdet, der muss noch rein? Schreibt das alles gerne in die Kommentare. Ansonsten, falls euch das Video auch nur zu einem einzigen Prozent gefallen hat, würde ich es sehr, sehr sympathisch finden, falls ihr diesen Kanal abonniert, denn das würde mich sehr unterstützen. Ich habe vor, auch dieses Format übrigens mit allen Ländern zu machen. Dementsprechend schreibt mir auch gerne rein, welches Land ich als nächstes machen soll. Und sonst sehen wir uns dann morgen in einem neuen Video wieder. Bis dahin, bleibt stabil.